So, hallo und willkommen zu Subterran Bayern. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit. Betonung liegt auf ein bisschen. Gehen wir mal eine Stunde über das Feld, wo ich das letzte Mal die Römermütze gefunden habe. Klar, wo eine liegt, kann da zweite auch liegen. Wobei, ich hoffe jetzt mehr mal auf Mittelalter, weil da fehlt mir noch einiges. So, also legen wir los und schauen wir mal, was der Tag so bringt. Bis gleich. Was haben wir hier? Ja, einmal saftig durch den Zuggipfel gezogen und durch den Flug gezogen und schon kommt sowas raus. Ja, machen wir eine schöne Schnalle. Sieht es vorne oben noch so ein bisschen ornamentiert, so wenn man es hat. Naja, aber schaut aus wie aus der Notenzeit. Naja. Einmal ältere Schnalle, ich sag mal Mittelalter und ja, schaut drauf. Eine schöne Schaftel, eine schöne Plombe, eine Salzplombe. Ein Salz mit Wappen. Eine Plombe. Ich sag nix. Klein, aber fein. Aber auch kein Licht. Eine kleine Schuhschnalle. Ja, wirklich schön. Schöne Form. Nicht auch der dingelt. Ja, eine Schuhschnalle. So, Ende Gelände fürs heute. Da bin ich noch drum. Sieht aus wie eine Einfassung. Da ist sogar noch ein Nagel drin. Das hat also irgendwas gehalten. Ein Kreuz kann es nicht sein, das oben ist, weil da war es nämlich verkehrt um die Wiese. Ich weiß es nicht. Sieht schön alt aus. Die Kosten und so weiter. Naja, schauen wir mal. So, da haben wir was. Ja, was war jetzt das? Das kann alles sein, von Schlacke bis Teil einer Fibel, ich kann es nicht sagen, muss es mal selber machen. Denke aber eher, dass es irgendwas Schlackenartiges ist. Schauen wir mal. Ein drum. Ja, aus Aluminium war es wahrscheinlich wieder Werkzeugmarke oder irgendwas in der Richtung hinten. Ja, so ein Durchbruch drauf, keine Ahnung. Ich kann es nicht einmal lesen. Was ist denn das? 8XZ? Keine Ahnung. Ja, ein Makel halt aus Alu. Ja, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ein Uhrenschlüssel mit floralem Muster. Ja, schön. Ja, oben fehlt glaube ich ein Stück, aber trotzdem, sieht schon sehr fesch aus. So, ja, ein schöner, kleiner, ornamentierter Knopf. Ja, sehr schön. Geht schon mit Öse noch. Wahrscheinlich nicht recht alt, aber schon. Machen wir es auch. Äh, 50er BMG, rote Spitze liegen lassen, sonst Austritt. 50er BMG. Ja, jetzt haben wir wieder einen interessanten Fund. Das kann vieles sein. Anhänger. Okay. Aber ist jetzt keine Symbolik, die ich erkenne. Das kann alles sein. Von der Patina her. Wenn es römisch ist, glaube ich es auch noch. Puh, schwierig. Ja, das ist auch wieder so ein Fund, der wird sich im Nachhinein herausstellen, was es war. Ja, ein Anhänger. Ja, neuer Tag, neues Glück. Was haben wir da? Sieht verdächtig nach einem Zinker aus. Ist wahrscheinlich auch einer. Ja, der gehört halt auch dazu. Hilft nichts. Einmal Zink aus dem Dritten Reich. Ja, durch den Regen hat es natürlich jetzt hier alles ziemlich zerbatzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Knopf, ja, ganz klar. Man sieht die Öse. Aber was und wie und wo und wieso? Lässt sich leider nur erahnen, also man kriegt auch so quasi das Zeug nicht runter. Naja, muss ich sauber machen. Ein Knopf. Ja, hallo, wen haben wir denn da? Ja,
ein, mir reicht's, Pfennig. Ja. 1911, ja, nicht einmal älter, aber schön grün, schön benannt, da freut sich der Kaiser. Genau, kommst zu deinen Kollegen ins Marmeladglasl. So, jetzt gibt's einmal einen halberten Live-Tick. Nur einen halben. So, wer findet ihn? Wer sieht 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 ihn? Genau, da ist er. Machen wir mal auf da. Ah, ja, der gedacht. Wir arbeiten uns langsam vor. Jetzt sind wir bei den 2 Pfennige. Ja, jetzt weiter geht's immer halt am Abend dann beim Goldtaler. Oder auch nicht. Was haben wir denn hier? 1911, oder? Ja. 2 Pfennig. Deutsches Reich. Witz. Ja, schön reiben, besänftigen wir den Sondelgott. Worauf er uns soll Silber und Gold schenken mag. 2 Pfennig. Ja, hat da einer seinen Klingelbeutel vergraben? Ich glaube ja. Jetzt haben wir es dann durch. Scheiße. Was haben wir hier? Was ist das? Segen, Regen, nein, nein, das sind die neuen, das sind die Rentendinger. 1924. Wahnsinn. Ein 2 Pfennig. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis ich das da hocharbeite zum Goldtaler. Ja, 2. Ich denke, das sind Rentenpfennige. Die mit der Erde. 1924, irgendwann sind die da so rausgekommen. Ja, wird super sein. 2 Pfennig, Kaiserreich. Ja, langsam glaube ich, dass die Klingelbeuteltheorie aufgeht. Kommen wir denn da? Nicht weniger werden, mehr jetzt werden sollen. Wartet jetzt hier auf die 10er und 50er. Nichts kommt, was haben wir denn da? Ja, Kaiserreich, sage ich mal, vom Grün her. Es wird schon anders sein. Ah, der Trick hier, der so total nervt. Naja, ein bisschen dumm. Naja, wird schon anders sein. Ja, ein Pfennig, Kaiserreich. Ja, jetzt kommt wieder ein bisschen Abwechslung rein. Was haben wir hier? Einen Uniformknopf. Wunderbar. Da gibt es sogar Cracks, die kennen die auseinander. Okay, aber für mich einfach ein Uniformknopf. Ja, was ist das und was steht drauf? Ich kann es euch sagen. Und zwar ist das eine Biermarke und da steht drauf, gut für einen halben Liter Bier. Ja, brauche ich gar nicht sauber machen. Von den Dingen habe ich schon einen Sack voll. Eine Biermarke. Puh, ja, gute Frage. Also vorne hat er geschossen, ist keins, also Musketenkugel. Hinten flach, vorne ja ganz kurzes Geschoss, aber so kurze Geschosse, das sagt mir jetzt gerade im Moment nichts. Würde meines Erachtens zum Tammeln anfangen, aber egal. Ja, irgendein Geschoss. Ja, ja, da haben wir ein Stück Blei in einer außergewöhnlichen Form. Ich hoffe, dass er mal jetzt kein Besteck war. Jawohl, das würde ein paar Dorftippen erklären. Naja. Ein Stück Blei. Ja, wie war mein Spruch? Ohne Silber gehe ich nicht nach Hause. Jawohl, da haben wir es schon. Wir arbeiten uns langsam nach oben. Von den 1 über 2 Pfennigen. Die 10 haben wir mal ausgelassen. Gleich hier auf die 20. Ja, da haben wir Silber. Dreh dich einmal. Ja, ein bisschen da mehrt. Ein Wengerl. Ja, hat sich schon der Pflug ein wenig damit gespielt. Das macht aber nichts. Ich finde es trotzdem cool. 20 Pfennig Silber. Schwupps. Ein Beschlag. Was haben wir dabei? Ein Beschlag. Kann ein Buchbeschlag sein. Ja, ist wahrscheinlich Buch. Das ist nämlich ziemlich dünn. Also für Leder und so Geschichten war das nichts. Ja, könnte ein schöner Buchbeschlag sein. Ja, schön alt, schön grün. Ein Buchbeschlag. Und einen schönen datschten Zinker hinterher. Ja, so sieht er aus. Was mal war, werden wir nicht mehr erfahren. Ein Zinki. Ja, 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 ja. Leichtig. Naja,
Machen wir's. Ja. Ja, eine schöne Schnalle. Genau. Mit Dorn. Da wahrscheinlich hier das Gelenk drin. Ja. Kann für alles Mögliche gewesen sein. Ich danke mal für den Lederriemen. Sonst wäre der Dorn zu kurz, obwohl hinten das Gelenk. Naja, man weiß es nicht. Eine schöne, wahrscheinlich sogar relativ alte Schnalle. Na, keine Angst, ich halte euch keinen Vortrag. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein gutes Lehrstück. Da sieht man nämlich nicht mehr, wie die Spitze mal ausgesehen hat. Ja, 50er BMG, brauche ich euch nicht vorzustellen, kennt man. Jetzt aber. Da wäre ich mir auch nicht einmal sicher. Weil nach Eisenkern sieht das jetzt nicht aus oder noch sonst irgendwas. Schwierig. Denke mal harmlos, aber trotzdem, ich nehme es nicht mit. Weil wenn es nicht harmlos ist, habe ich so geschissenes Teil zu Hause, was mir nur Ärger macht. Ein 50 BMG Geschoss mit Punkt-Treffer. Ja, schön. Normal zeige ich sowas nicht her, aber das eignet sich dazu. Was steht drauf? Linger Werke AG in Dresden. Jetzt sage ich mal, das Ding ist älter als 20 Jahre. Ja, was es mal war? Gute Frage. Müssten wir mal schauen, was bei Linger hergestellt worden ist. Und wie man nach Dresden kommt, das sage ich euch nicht. Der Witz ist zu schlecht. Ein Glocken oder ein Knopffragment. Wer weiß. Ja, immerhin ein Stück vom Stück. Rup, rup, rup. Live-Dick. Ha, was wird's sein? Jawohl. Ja, was wird's jetzt sein? Geheimnis. Neugierige Kinder. So, wir haben hier einen Reispfennig. Ja. Einer von vielen. Kann man das Datum sehen? 18 irgendwas. Naja, immerhin. Ein Reispfennig. Ja, das wird jetzt wohl einer der letzten Funde werden, aber dafür gibt es noch mal was. Das Aug. Ja, wenn es nochmal scharf steht. Was haben wir denn da? Einen Miederhaken. Warum weiß ich das? Weil hinten die Löcher drin sind, um das Ding festzunähen. Haken? Ja, offensichtlich. Oben florales Muster, ja, ja. Die haben sich da nicht lumpen lassen, wenn es ums Mieder gegangen ist. Gell? Schönes Teil, schön benannt. Ja, das ist was wie die Vitrine. Sieht nett aus. Ein Mieterhaken. Noch einen Zinker hinterher. Ja, schön, schön, weg damit. Ja, jetzt habe ich doch glatt im Eifer des Gefechtes das Outro vergessen. Dann gibt es jetzt ein Outro von Dorn. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's das gut. Servus.